Hand gegen Sommer. Santos, Ito. Kann er nochmal versuchen. Ito, ersten technischer Fehler. Holpi. Wieder Luis Holpi. 2-1. Er hat den Nerv der Spieler getroffen, die Sprache der Spieler. Er hat Fußball spielen lassen, das, was es im Volkspark jahrelang nicht gegeben hat. Aber der Schlusssport kam zu spät. Der Abstieg des HSV ist besiegelt. Sie haben viel versucht, sehr viel versucht, da rauszukommen. Und jetzt geht es schon darum, für eine andere Stimmung zu sorgen. Und ich bin froh, dass die Fans die Fußballer und Hamburg und den HSV lieben, in der deutlichen Mehrheit sind. Sie geben das runter aufs Spielfeld, was es in Hamburg so lange nicht gegeben hat. Emotion, Esprit, Kreativität, Stolz, Zuversicht. Und jetzt sind die da, die Fußball lieben und die, die den HSV lieben. Jetzt gilt es, sie gebührend in die zweite Liga zu begleiten, aus der Bundesliga zu verabschieden und ihnen eine Tür aufzumachen. Jetzt werden sie, so sieht es aktuell aus, die Gelegenheit bekommen, in aller Ruhe im Sommer und in der zweiten Liga sich neu zu formieren. Eine große Ära, Verein von Uwe Seeler, von Charlie Dörfel, von Harry Behre, den wir hatten, Manny Kaltz, Kargus, den sie alle haben, Felix Magath, Horst Rubesch, die ganz großen Namen waren hier, haben hier gespielt, große Erfolge eingesammelt. So, das sind die, die gewonnen haben und trotzdem verloren.